Und hallo und herzlich willkommen wieder zu Pandemic Legacy, der deutschen Version von Season 2. Ich bin der Captain und dieses Mal geht es um den Monat Februar. Wir sind in der dritten Partie. Eine Partie haben wir versemmelt, Januar neu machen. Zweite Partie, Januar haben wir geschafft. Dritte Partie, Februar sind wir jetzt. Und gleich zu Beginn die Auflösung. Wir haben gewonnen das Spiel. Um gleich nochmal vorwegzunehmen. Was ist denn passiert? Was haben wir denn als Aufgabe am Anfang bekommen? Wir durften am Anfang gleich mal ein paar Karten ziehen und das bedeutete hier ganz oben, sieht man sie, natürlich haben wir weiterhin, dass wir drei Versorgungszentren bauen sollen. Haben wir auch geschafft. Dann haben wir aber zwei weitere Aufgaben bekommen. Nicht mehr natürlich Nordamerika aufklären, das gibt es ja natürlich nicht mehr. Das haben wir ja aufgeklärt. Und offensichtlich wäre es auch freigeschaltet worden, wenn wir es nicht aufgeklärt hätten. Aber so haben wir es halt ohne geschafft. Gut, aber wir haben zwei optionale Aufgaben bekommen. Und da wir diesmal zwei im Februar, wo sind wir da? Februar? Zwei Aufgaben erfüllen müssen, müssen wir halt eine von den beiden erfüllen. Das wäre halt entweder zwei weitere Städte ans Raster anschließen oder aber ein unbekanntes Gebiet aufdecken. So, und das kann man zum Beispiel sogar auch miteinander verbinden, weshalb wir alle drei Aufgaben geschafft haben, ohne dass wir damit im Prinzip vorzeitig abgebrochen sind. Was ist passiert? Ja, wir haben uns relativ defensiv verhalten. Wir haben jetzt ja nur noch 33 Würfel gehabt, nicht mehr 36. Haben dann entsprechend gut defensiv agiert. Am Ende haben wir es dann trickreich gemacht und haben dann London entsprechend riskiert, dass da vielleicht einer reinkommt, ein Würfel, aber London hatten wir nur eine Karte, dementsprechend war das ganz sinnvoll. Wo wir nicht so richtig glücklich mit waren, waren, dass in Jacksonville so viel gezogen worden ist. Allerdings gut war natürlich, dass in Jacksonville dann schließlich zwei Würfel dann schließlich lagen und der nicht noch auf sonstige Städte verstreut ist. Damit ist die Stadt quasi am Ende, wäre sie gesunken, wenn wir sie nicht gerettet hätten noch. Ja, wir haben drei Versorgungszentren gebaut. Einmal eines, das allererste hier unten. Wo haben wir das erste? Sao Paulo? Sao Paulo habe ich nicht gebaut. Nein, doch, Sao Paulo, natürlich. Das allererste in Sao Paulo. Wir haben gespielt mit dem Baumeister, damit man wieder schön Versorgungszentren bauen kann. Das klappt auch gut. Zack, zack, zack. Alle drei schnell gebaut. Das ging wirklich sehr gut, ohne Probleme, ohne Sonderkarten großartig zu kriegen. Wir haben gespielt wieder mit der, quasi dieser Wissenschaftlerin. Hier sieht, dass die Karten abgeben kann. Ich glaube, man sieht sie hier irgendwo auch. Hier, Sissy, Cassie, genau. Dann haben wir mit der Funkerin wieder gespielt, Sissy, wobei wir gemerkt haben, wir haben die Funkerfertigkeit überhaupt nicht eingesetzt. Und wir haben gespielt mit dem Landwirt. Hier sieht man ihn. Keine Ahnung, wie der Name jetzt heißt, aber mit dem Landwirt, der entsprechend bei einer Aktion Vorräte produzieren, danach eine freie Aktion Vorräte liefern machen kann. Was wir auch häufiger eingesetzt haben. Weshalb der Landwirt jetzt unsere dritte eigentlich gesetzte Fähigkeit ist. Und dann kommt Funker oder der andere Logistiker vielleicht mal dazu, wenn wir dann sehen. Ja, also wie gesagt, drei Forschungszentren, erste hier gebaut, zweite dann hier oben in Chicago gebaut, weil das war etwas schwach, aber hat ja nur zwei Karten dabei, können wir also relativ gut auch nach oben bringen. Hier haben wir auch schön Versorgungswürfel dann entsprechend generiert, so durch diese Versorgungslinie dann hier auch entsprechend nach Denver nehmen konnten, haben wir eine Stadt angeschlossen. Last but not least, schnell noch ein Versorgungszentrum hier entsprechend bauen, hat sich gerade angeboten mit den Karten. Dort noch eins zu bauen, sonst wäre es sonst irgendwo gebaut worden, wo es halt gepasst hat. Und am Ende dann in Sao Paulo dann die Suchaktion Südamerika zu machen, wodurch wir halt hier Aufklärungsziel, ein unbekanntes Gebiet, aufgeklärt haben. Und wir haben damit automatisch auch zwei Städte angeschlossen. Ja, sehr gutes Ergebnis wieder. Und kommen wir zum Ende quasi. Was haben wir? Achso, genau. In Chicago gab es noch eine Suchaktion. Da die Karte so ohnehin gerade auf der Hand war und ich als Baumeister ohnehin nach Chicago musste, hat sich das gleich angeboten, das mal mitzumachen, eine Aktion auszugeben und hat dann auch zwei Versorgungswürfel bekommen.
Also solche netten Sachen gibt es wohl scheinbar auf den Suchkarten drauf. Ja, haben wir Südamerika aufgemacht. Tagebucheintrag. Jetzt, da unsere Anführer und Kämpfer verschwunden sind, weiten die hohlen Männer ihre Überfälle aus. Unsere Versorgungslinien, so wie wir sie nicht schon aufgegeben haben, sind nicht mehr sicher. Die hohlen Männer rücken nach Südamerika vor. Es ist gut möglich, dass sie auf der Suche nach den Laboren sind, die an Heilmittel arbeiten. Sie greifen auch weiterhin unsere Versorgungszentren an, weswegen wir neue bauen müssen. Wir müssen einen Weg finden, diese zu befestigen, damit sie den Angriffen widerstehen können. Gut, dann Labore, Aufklärungsbericht. Es gab Labore, die in einem Heilmittel suchten. Anscheinend lief es nicht so gut. Unsere Anführer haben jedenfalls nie ein Sterbenswörtchen hierüber verloren. Ob es diese Labore noch gibt? Es heißt, sie lägen alle weit im Süden. Also wohl Südamerika ist mit gemeint. Vielleicht ist eines hier. Ist es noch operativ? Haben sie Fortschritte gemacht? Ja, ein kleiner Bericht aus den Archiven sagt mir, Berichte von der Front, von den Frontzufluchten, hohle Männer sind eingedrungen, erhielten Unterstützung der ortsansässigen Bevölkerung, die uns nach wie vor misstraut. Also die Bevölkerung unterstützte die hohlen Männer, interessant. Erhielten Unterstützung der ortsansässigen Bevölkerung, die uns nach wie vor misstraut. Sicherheitspatrouillen entsendet, aber vermutlich zu spät. Unklarheit besteht über unsere Funktionsfähigkeit ohne vollständiges Netz aus Zufluchten. Nähern uns dem Ende des erwarteten Zeitraums, noch immer kein Heilmittel in Sicht, offensichtlich. Im Jahr 40, wir haben das Jahr 70, also 73 nach oder so, da hat wohl irgendjemand mal geforscht. War das das Richtige? Genau, ja. Weitere Karten haben wir gekriegt. Bogota, Lima, Santiago haben wir alles bekommen, aber noch nicht angeschlossen. Angeschlossen haben wir dafür Denver und Buenos Aires. Gibt wieder weitere Karten. Zusätzlich ein nicht rationiertes Ereignis. Nimm bis zu 8 Versorgungswürfel aus der Reserve und lege sie ins Lager. Und 3 weitere rationierte Ereignisse zur Auswahl. Wobei mir das hier mit nimm bis zu 6 Versorgungswürfel aus der Reserve und lege sie an einen Ort, an dem sich eine eurer Spielfiguren befindet, entsprechend gut gefällt. Mit Hinblick darauf, dass immer weniger Versorgungswürfel grundsätzlich auf dem Plan sind. Und mit dem hier kann man nochmal ein paar zusätzliche Versorgungswürfel ins Spiel bringen. Ja. Gut, das sind auch noch weitere Sachen. Nicht so unbedingt toll. Ja, zum Abschluss gab es auch noch weitere Fortschritte. Wir können jetzt dauerhafte Versorgungszentren errichten durch unsere Siegpunkte. Die werden auch nicht mehr abgerissen wie die anderen. Allerdings zählen sie nicht zu den Aufgaben für das Bauen neuer Versorgungszentren. Mal gucken, was wir damit in Zukunft machen. Wir haben eher hier dann bei den Charakterfähigkeiten wieder einen Charakter ausgeweitet und das war der Landwirt diesmal, weil der Landwirt wirklich viel getan hat, die Partie. Die anderen Sachen sind auch gar nicht schlecht. Du gibst einen Versorgungswürfel weniger ab, wenn du die Aktion Versorgungslinie einrichten ausführst. Damit hat man das um 50% verbessert, ist schon mal gut. Einmal im Zug als Aktion erhalte von einem anderen Spieler am selben Ort beliebige Spielkarte. Okay, das ist auch nicht schlecht. Also die zwei Sachen sind wirklich gut. Sollte man beim nächsten Mal bestimmt auch draufsetzen. So, hat bekommen hier der Landwirt. Timothy. Und der darf dann jetzt die Pionierfunktion ausführen. Du führst die Aktion Aufklärung mit einer Karte weniger aus. Was gut ist für die zukünftigen Aufklärungsmissionen, wenn ich nämlich nochmal gerade auf die Karte zurückgehe, wo habe ich sie? Man sieht, wir haben jetzt nur noch 1, 2, 3 Aufklärungssachen hier. Zumindest die, die auf dem Plan draufgeklebt sind. Weiteres sieht man ja noch nicht. Ich könnte mir aber auch noch vorstellen, dass hier auch noch was aufgeklärt werden musste. Wahrscheinlich hier von Lima oder irgendwie von Mexiko-Stadt. Dass man hier rüber noch was aufklärt, keine Ahnung. Deswegen ist das hier wahrscheinlich auch so ganz knapp so ganz knapp abgeschnitten, damit man da irgendwas vielleicht noch dran stecken kann, aber egal. Hier braucht man halt 5 unterschiedliche und dann braucht man jetzt quasi dann nur noch 3 unterschiedliche Karten zu haben, um eine Suchaktion hier zu machen und damit könnten wir diesen Bereich hier wahrscheinlich schön freischalten, der hier kann
Wenn ich dann hier diesen Bereich freischalten und der kann diesen Afrika-Bereich wahrscheinlich freischalten. Wir werden es dann erleben. So, last but not least, wo bin ich geblieben? Genau, bei dem, ja, unser Abschlussfortschritt quasi. Nächste Runde haben wir nur noch 2 Rationalisierungsstufen und wir haben jetzt 12 Städte ans Gitter angeschlossen und damit liegen wir gar nicht mal schlecht. 12 von 19 potenziellen Städten. Das war's dann von meiner Seite und wir sehen uns dann in der Märzpartie weiter, wenn es in mehreren Wochen erst dann weitergeht, hier mit dem Update zu der Märzpartie. Bis denn!